Der VET-Scan HM5 von Soetis. Ein echtes Multitalent. Mein Name ist Mia Gerhardt. Für die Soetis Deutschland GmbH bin ich im Diagnostischen Außendienst in Baden-Württemberg unterwegs. Das Analysieren mit dem VET-Scan HM5 ist denkbar einfach. Sie können selbst Proben mit sehr geringem Volumen untersuchen und bei Bedarf können Sie noch weiterführende Analysen durchführen. Sie benötigen EDTA-Vollblut und können Ihre eigenen Probenröhrchen verwenden. Die Messung starten Sie, indem Sie auf dem Touchscreen auf Messen drücken. Hier sehen Sie die Oberfläche, drücken nochmal auf Messen und in dieser Maske wählen Sie die Tierart aus, die Patienten-ID, bestätigen, Name, Geschlecht, Alter können Sie noch eingeben und drücken wieder auf Messen. Mittels VET-Scan Fuse können Sie den Untersuchungsauftrag direkt aus der Patientenkartei an den HM5 senden. Hier sehen Sie im Bildschirm nochmal den Hinweis, dass Ihre Probe vor dem Verwenden nochmal geschwenkt werden sollte. Dann nehmen Sie die Kappe ab, stellen das Röhrchen in den zugehörigen Adapter und klicken wieder auf Messen. Der VET-Scan HM5 arbeitet zügig und in 3 bis 4 Minuten haben Sie die Ergebnisse vorliegen. Zusätzlich zu EDTA-Vollblut können Sie auch pleural, peritoneal, perikard und synovialflüssigkeiten untersuchen. Der VET-Scan HM5. Ein echtes Multitalent mit Analysen für eine Vielzahl an Tierarten, mit Anzeige von Blutzellpopulationen. Einfach, schnell und präzise.